Ja, willkommen zum 16. MKW Cup im Finale mit Volo, Philipp, glaube ich, Enti und der. Du kannst mir weiterhelfen, wer noch drin ist. Dann dieser komische Mii mit den kurzen schwarzen Haaren, der jetzt ganz am Ende noch reingejoint ist. Genau, und Rango. Rango müsste auch noch drin sein. Ja, Philipp, hast du genannt? Und du bist wieder da übrigens. Ja. Wo kommst denn du her? Egal. Soll ich dir sagen, wo ich herkomme? Technische Probleme? Ich kam aus dem Weltall. Ich war die erste Ente im Weltall. Aber eine Gummiente. Nee. Ich war die erste richtige Ente im Weltall und war kurz. Ich hab die Krater im Mond gezählt. Ah, okay. Es gibt ja viele Enten auf der Welt. Es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt WC-Enten. Es gibt, gibt's nicht auch so Enten im Krankenhaus? Es gibt Warzenenten. Warzenenten. Es gibt auch Enten im Krankenhaus, oder? Wo man so rein, heißen nicht auch Schnabel? Nein, Quatsch, das war bestimmt nur von mir so erfunden. Sowas wie ein Katheter oder sowas. Ich hab sowas mal gehabt im Krankenhaus. Gott, was für Krankheiten. Ganz böse Hühner, Vogel. Schwarzfuß-Indianer. Richtig. Ah, wir machen das Quiz jetzt, weil wird's ein bisschen spät. Wird's knapp, geil, eine Bombe, ich mit Stern. Oh, alle stehen sie hier. Ich würde sagen, das Quiz natürlich absolut geil heute, weil du bist da und wenn man. Falls wir das nicht schaffen sollten, dann machen wir mit Verlängerung und so. Und die erste Frage hatte ich vorhin schon gestellt, ich stelle sie auch nochmal. Ja. Welche Waffe findest du als allererstes bei The Legend of Zelda Ocarina of Time? Geh mal ganz langsam durch, du gehst aus dem Haus raus und dann geht's los, das Spiel. Und dann? Dann kommt hier der hässliche Typ, genau, der mich nicht durchlässt, ja, aus dem Kokiri-Dorf. Genau. Und ich brauche zuvor das legendäre Item, nämlich ein Schwert und ein Schild. Das Schild kann man kaufen. Ja. Das erste Item, was man bekommt, ist das Kokiri-Schwert. Richtig. Absolut richtig. Geraten oder gewusst? Natürlich gewusst. Ich weiß gar nicht, bei Zelda Schwert als erste Waffe, so denke ich mal Standard mit. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Quiz eine Grafik gesehen mit allen Schwertern von Zelda. Boah, geil. So, was siehst du? Ich hab's mir mal angeguckt. Keine Ahnung, warum. Aber das... Ja. Hab ich gesehen, dass das längste Schwert gar nicht das Bigorn-Schwert ist aus Ocarina of Time, sondern das eine Schwert aus dem Minish Cap. Okay, wusste ich auch. Minish Cap. Das ist aber so klein auf dem Gameboy doch nur. Okay, egal. Die nächste Frage, aus welchem Teil der Reihe stammt diese Melodie? Und oh Mann, jetzt kommt's. Es geht um The Legend of Zelda und du sagst mir, welcher Teil das ist. Ich spitze mal ab. Gleich kommt auch Sound. In circa 5 Sekunden. Hörst du was? Ja. Sehr schön. Etwas leiser, vorher war es besser. Jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt hörst du was, oder? Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Yeah! Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wir machen das nochmal neu, glaube ich. So, es hörte mal, sie mal ein gucken, bisschen ob, nach. Ob du jetzt was hörst. Ja, ich höre was. Okay, das ist gut. Du hörst es mal zu Ende an. Jetzt müsstest du es erkennen, okay. Die Stelle. Okay. Aber okay, du kannst noch weiterhören. Ich kenne das Lied und ich hatte ja schon gesagt, ich höre Zelda-Musik nur im Medley und ich glaube, dass das in einer Medley von Skyward Sword war. Aber es kann auch sein, dass es älteres ist, also es ist schon mal nicht Ocarina of Time, es ist nicht Majora's Mask. Es ist nicht Legend of Zelda, es ist nicht The Adventure of Link, es könnte noch Twilight Princess sein. Ich sag dir, es klingt, wie sagt man, der Sound ist besser als das eigentliche Spiel, weißt du? Das ist ein bisschen aufgepimpt. Die Melodie, das ist die gleiche aus dem Spiel, allerdings ein bisschen aufgewertet. Also ist es nicht die Originalmusik, aber man erkennt es schon. Es ist einer der älteren Zeldas. Ja, Moment. Falls du es nicht kennst, ich kann es dir gleich nochmal abspielen nach dem, wir können auch die Frage schieben, ich stelle die nächste und spiele es dir gleich nochmal zwischen der Runde ab, wenn du das möchtest. Okay, das ist eine gute Idee. Nächste Frage, und zwar, aus wie vielen Ziffern bestehen die Sträflingsnummern der Panzerknacker? Das ist ziemlich einfach. Also, zuerst 3, meist 176. Genau. Dann kommt entweder ein Bindestrich oder ein Schrägstrich, es kommt darauf an, ob es
italienische Comics oder dänische Comics sind. Okay. Amerikanische. Und dann kommen nochmal drei. Also es sind insgesamt sechs Ziffern. Sechs Ziffern, aber es sind nur drei verschiedene. Ja, es sind sechs Zahlen, aber drei verschiedene Ziffern. Okay. Ausgenommen Opa Knack, der einmal die Nummer 186-802. Und Oma Knack, die hat auch, oder? Eine Nummer. Nee. Oma Knack ist schön angezogen, glaube ich. Ja, das Lustige ist ja, bei uns ist sie die Oma, aber im Original ist sie die Mutter. Okay. Was findest du besser, Oma oder Mutter? An sich Oma, Mutter finde ich etwas krank. Oma ist cooler, oder? Wenn die damit ja. Schön im Bankausbruch hier... Die ist ja richtig mit drin, oder? Wenn die da manchmal in der Bank aus... Nee, die wartet draußen im Auto immer. Ja, klar. Aber die macht halt mit. Die ist halt schon aktiv, sag mal so. Und ich... Ja, die ist... Moment, darf ich was sagen? Die sind angelehnt an eine Original-Gangster-Oma. Okay. So ist das also. Ich würde sagen, ich spiele nochmal das Lied ab und du kannst nochmal drüber nachdenken. Von vorn nochmal und... Dann ist es wahrscheinlich Link to the Past. Hörst du was? Ja. Ich spule mal ein bisschen vor. Das ist doch das Original, das ist doch das Zelda-Thema, das Original-Zelda-Thema. Genau, was? Das ist ziemlich geremixed. Die Stelle. Okay, dann ist es der Branch of Link. Die Stelle ist wichtig. Also hört ihr die Stelle jetzt an, die ist wichtig. Okay. Also, ich glaube, du spekulierst auf ein bestimmtes Instrument, das man gehört hat, oder? Bitte? Ich habe dich jetzt schlecht verstanden, weil ich habe die Musik bei mir auf dem Kopfhörer noch auf und jetzt höre ich dich. Ja. Du spielst auf ein bestimmtes Instrument an, das man hört, oder? An dieser Stelle? Ja, so ein bisschen. Okay, gut. Gut. Die zweite Frage ist übrigens eine der schwierigen Fragen heute. Ich weiß nicht, welches Spiel es ist, verdammt, es ist aber diese Flöte. Es ist diese Flöte. Weißt du nicht, wie das Spiel heißt? Also, der Titel des Spiels. Ist nicht so alt, also nicht so bekannt, nicht so... Also ist es jetzt ein Zelda-Titel der Hauptreihe? Ja. Was heißt Hauptreihe? Klär mich mal auf. Na, Hauptreihe ist eins von den 17 Spielen, beziehungsweise noch 16, was kein nachgemachtes genau, Spiel ist. Genau, ist kein Remake. Nachgemacht. Das ist was offiziell erschienen ist gleich und ein komplett eigenständiges Zelda. Ich glaube, das wurde auch nicht geremaked. Ah. So viel kann ich jetzt so auch noch sagen. Es gab, glaube ich, kein Remake dazu. Okay, also... Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dann ist es schon mal nichts von den ersten dreien. Du sagst aber ein altes, aber, dann kann... Aber Remake, ist also Remake zählt nicht darunter, wenn es hier zum Beispiel auf der Wii zum Beispiel als Dings erschienen ist, als Arcade-Spiel. Das ist dann kein Remake. Ja, okay, gut, dann hast du es damit... Dann ist es Force Wars Adventures, oder? Ich sag einfach Force Wars Adventures. Soll ich die mal aufklären? Das Lied ist von Handheld. Von einem Handheld. Okay, dann ist es Oracle of Ages oder Oracle of Seasons. Nein, früher, also älter. Was? Dann ist es Link's Awakening. Ja, genau. Das, Link's Awakening? Das ist das, wo du die verschiedenen Musikinstrumente sammeln musst. Ah, genau. Richtig. Und genau, und das ist die... Das ist die komische, merkwürdige Stelle. Und die Stelle, die ich dir ab, wo ich gesagt habe, du sollst darauf achten, das gibt's halt... Da hört man alle. Tu das bitte mal, ich tu's nachher auch nochmal nachrecherchieren, ob das wirklich hundertprozentig so stimmt. Weißt du, ich tu mir das ja auch nur bei Google aus 3, 4, 5 verschiedenen Quellen mir holen und gucke dann... ob alles übereinstimmt und ich denke, das ja, ist... Ja, also Link's Awakening ist ein Titel der Hauptreihe. Ja, klar, hier. Genau. Und ich glaube, ein Remake gab's dazu gar nicht, also... Nee. Ich überhole dich jetzt übrigens noch. Ja, danke, ich bin platt. Ich bin... tot. Tot. Na gut, die Frage war... Es war die schwierigste Frage mit, würde ich sagen. Eine der beiden schwierigen Fragen. Gut. Deswegen jetzt kommen alles Leichte wieder. Und ich stelle dir einfach mal die nächste Frage. Nenne mir einen Charakter oder Gegner aus der Super Mario-Reihe, der keine Beine... weder Flossen hat. Okay, ein Kettenhund. Genau. Ich habe einen anderen gehabt, also es gibt verschiedene. Kannst du überlegen, bist du schwarz wirst, das geht. Buhu, also der Geist gibt's ja auch noch. Feuer, Kettenhund. Feuerviech, genau. Die springen auch nur so wild rumher und flambieren. Aber das weißt du, das ist gut. Und dann können wir gleich mal die... Ja. Das dritte Mal. Nächste Frage, und zwar, wie heißen die Bomb-Omb-ähnlichen Wesen, also auch rund,
die in Super Mario 64, Lava Lagune, das Level müsstet ihr eigentlich, ja, okay, ich möchte, weiß nicht, was die hier Unwesen treiben, Bullies, genau, das sind die Bullies. Da gibt's aber auch zwei verschiedene Arten. Nicht vorweg, genau, nicht, gibt's große, kleine. Und nee, ich meinte Feuer- und Eisbullies. Genau, Eis gibt's auch noch, richtig. Aber von der Feuerstrecke, also von der Lava Lagune, da springen, glaube ich, die meisten, also viele springen da rum. Und die hast du auch richtig in der Mission, musst du die bekämpfen. Genau. Zweimal, glaube ich. Einmal den großen und einmal, ja, genau. Einmal drei kleine irgendwie. Nee, fünf kleine und dann nochmal den großen hinterher. Ja, richtig, richtig. Und ja, souverän hier, ja, würde ich sagen. Nächste Frage. Wie viele der auswählbaren Charaktere tragen bei MKW, also Mario Kart Wii, eine Krone? Kannst ja mal durchgehen so ein bisschen. Gut, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Das ist natürlich eine Fangfrage, weil du natürlich auf King Boohoo anspielst, der eine Krone trägt. Okay, sollte man nicht vergessen. Dann hat man also insgesamt die beiden Babyprinzessinnen, die eine tragen, sind zwei. Dann die drei Hauptprinzessinnen, die eine tragen, macht fünf. Und König Boohoo macht sechs. Korrekt, absolut korrekt. Da kann ich nichts zu, also gegen sagen. Ich hatte das die Woche mal jemanden gefragt, der hat nur vier gemeint. Aber man freut mich, dass du da alle sechs zusammen bekommen hast. Und es ist gar nicht so schwierig, finde ich. Aufs Geld. Man muss ein bisschen drüber nachdenken. Und du hast dich gut vorbereitet. Yeah. Ja. Sehr schön. Das freut mich erstmal, dass du da dir die Mühe gemacht hast. Ah. Okay, Kurve noch. Und nächste Frage. Ich weiß nicht, wollen wir nächste Frage gleich... Ich bin in der Kanone. Bist du bereit für die nächste Frage? Es wird eine Entenhausen-Frage. Okay, da bin ich sowas von bereit. Ich hätte es nicht gewusst, aber sag mir bitte, wie der Butler von Dagobert Duck heißt. Okay, aus DuckTales oder aus den Comics? Nenn mir ein, du weißt wahrscheinlich beide. Ich weiß alle drei. In LDB 3 heißt er Albert, danach heißt er in den neueren LDBs Baptist, okay, vom Italienischen, und in DuckTales heißt er Johann. Ich finde Baptist, fand ich am coolsten, deswegen, ich habe mir das notiert. Bei mir steht jetzt Baptist Bernhard Brinksding. Fand ich ziemlich lustig. Der bringt halt alles und... Das ist der ganze Name. Und da wäre ich auch gern mal so Dagobertentag. Ich hätte auch gern so einen Baptist Bernhard Brinksding. Aber die Namen sind schon echt geil. Von DuckTales, finde ich. Von der ganzen... vom DuckTales-Universum, sag ich mal so. Hast du noch so einen lustigen... Hast du noch so einen lustigen Namen? Ein lustiger Name aus DuckTales oder jetzt generell aus den Comics? Ja, richtig, aus den Comics oder aus DuckTales. Ja, es gibt einen Professor, der heißt Professor Wunderlich, und ein anderer Doktor, der heißt Dr. Zweistein, in Anlehnung an Einstein. Okay, ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gut. Da haben wir die Strecke jetzt auch. Und der erste Name von Daniel Düsentrieb, da hat er nämlich noch keinen Namen, und da hieß er einfach nur ein merkwürdiger Mann auf einem Pogo-Stab. Okay. A strange guy on a pogo. Das ist auch ziemlich witzig. Aber bestimmt das, weil ich kenne Daniel Düsentrieb schon seit Anfang der 90er, glaube ich. Kann das sein? Das müsste schon weit vorher gewesen sein. Ja. Okay. 52, glaube ich. Okay. Oh, das war schon. Kranke Sache. Ex-Philipp hat gewonnen. Rango war Zweiter und Volo war Dritter. Ich habe wieder mal auf nichts geachtet. Deshalb Glückwunsch. Wie machen wir es denn? Wollen wir jetzt noch eine Runde fahren? Also MKW, oder möchtest du gerne die Fragen hier beantworten? Es sind noch, ich sag's dir, 2, 4, 5 Fragen. Ich würde mal sagen, damit es fair ist, sollte ich eigentlich fahren. Ja, genau, wir machen das. Im Fahrtechnischen, da kann ja auch niemand was nachreden. Und... Soll ich das jetzt gleich hinten dran machen? Ich mach jetzt, genau, wir machen jetzt einen Schnitt und... Nee, ja, weiß ich nicht. Wie hättest du das gerne? Ob du einen neuen Part machen willst oder nicht, das war die Frage. Ach so, ja, ich mache einen neuen Part, denke ich. Da schließen wir das ab jetzt hier. Am besten ist das so. Und ja, das war's erstmal soweit. Oh mein Gott. Final. Rengusch. Hast du noch was zu sagen oder erzählst im nächsten dann Rennen? Rango schreibt mir im Chat: Enti, wieso? Wieso hast du ihn nicht überholt? Gut. Ja. Okay. Abgedreht. Hast du einen schönen Abschiedssatz, einen schönen, sowas mundet, was schön... Ja, ich danke, dass ich heute hier sein darf. Ich danke allen, die das ermöglicht haben, ja, der Academy, meinen Professoren, meinen Eltern für meine Geburt. Genau, genau. Derjenige, der dich heute freigestellt hat von der Arbeit, nicht zu vergessen. Ja.
der mich extra hier aus dem Krankenhaus gelassen hat. Genau, der Taxifahrer, der dich so schnell hierher gebracht hat, also zum Let's Play, weil es war ja ziemlich knapp, oder? Und mir, danke ja. an die Oma, die an der Ampel stehen geblieben ist und nicht direkt drüber gelaufen ist, also dich durchgelassen hat. Weißt ja, du, stimmt, die war sehr, sehr nett. Wärst du zu spät gekommen. Okay. Das wäre erstmal soweit das Finale. Volo war dabei heute. Mhm. Fand ich cool eigentlich. Und du warst dabei, fand ich noch besser. Das war es erstmal soweit von uns, von mir. Macht's gut, bis später und ciao.